Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf dem Cloud-Server. Nicht, dass ihr euch wundert, wie ich aussehe. Ich habe ein anderes Texturpack drin. Ich glaube, das nennt sich Philuxa Texturpack. Ich wollte es einfach mal testen. Hat auch, glaube ich, einen kleinen Shader-Effekt drin. Sieht eigentlich recht nice aus, außer dass sich jetzt sogar die Fenster bewegen. Schön, ich wollte mal kurz die Kommentare Schreiber grüßen, der letzten Folge. Und zwar den abgezockt MCPE. Komischer Name. Eltrox, Jason Mayer, Philipp Loch, Stairs, Sonix, Patrick van Seiten, Sanden, ich glaube das ist, ich weiß nicht, was das ist, und Alexandro Spina. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. So, gucken wir mal nach vorne und erblicken ein Bauwerk. Sondergleichen. Von der Größe her überragt das alles. Das hat der Sari gebaut. Seit gestern. Keine Ahnung, gestern war es noch nicht da und jetzt ist es plötzlich da. Und ich finde, das wollen wir uns doch einfach mal angucken. Genauso wie hier das Texturenspec. Ich finde, das sieht eigentlich recht cool aus. Ich wollte es einfach mal testen. Vielleicht gefällt es ja manchen. Ich finde es schön, einfach mal dazu zu sehen, Bauwerke, die man gemacht hat und schon gesehen hat, ganz anders aus. Wenn wir uns kurz mal meins angucken. Musik. Hallo? Moment. Hallo? Moment, was ist da los? Na? Komisch. Sehr, sehr, sehr komisch. Nein, ihr seht die IP nicht. So, jetzt gehen wir nochmal raus. Ich weiß, das ist wieder ein verpeilter Anfang. Das ist mir aber eben auch schon passiert. Ich weiß nicht, warum die Musik aus... Wo bist du denn? Ach, da bist du! Uiuiui! Lass mich voran hier! Ich komm nicht ran! Nein, nicht an die Blumen, nicht an die... Hallo! Hast doch eh keine Chance, meine Güte. So, jetzt gucken wir uns mal kurz das Bauwerk an. Wie sieht denn das Wasser aus? Interessant. Fast durchsichtig. Alter Schwede! Der hat hier echt voll die geile Mauer rumgezogen. Eieiei. Das sieht aus wie eine Kirche. Kommt man hier noch irgendwie rein? Mann. Alter Schwede. In so kurzer Zeit hat er das hier hingeballert. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen sehr dunkel. Kommt man hier irgendwo rein? Ich weiß, ich könnte darüber springen, aber... Hä? Okay. Ah, ach, da hinten war eine Tür. Na super. Au. Autsch. Ey. Nein. Pff. Okay, ein Glück hat er nur da oben, als er in die Luft gesprengt. Ey, was ist denn hier los? Ey, voll Massaker. Ich geh jetzt mal kurz hier rein. Ich will ja nicht spoilern, aber Alter. Das. Und dann hier noch so eine kleine Ecke. Das hat er, glaube ich, vom Dach her. Das ist auch richtig. Richtig nice gemacht, ey. Echt geil. Gehen wir mal kurz hier rein. Kann man da vielleicht hoch? Da könnte man sogar hoch. Er lässt einen nur nicht. Vielleicht hat das einen Grund. Ich will nicht so viel spoilern. Mal gucken, wie das am Ende aussieht. So. Schnell weg, bevor er aus der Luft springt. Kirche zum herrlichen Sari. Geil. Ich will nochmal kurz Clouds Haus angucken, wie das jetzt aussieht. Düster, mir gerade sehr düster. Hallo? So. Huch! Au! Hallo? Weg hier! Weg mit dir! So. Oh Gott, bin ich nur das wieder Massaker wahrscheinlich? Okay, das sieht ein bisschen komisch aus da mit den Hängegranien hier. Das sieht irgendwie ein bisschen sehr eckig aus. Durch das Texturenpack. Aber ich finde so an sich die ganzen schönen Details. Hm. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier durchgegangen bin. Es ist Sonntag und ich bin verpeilt, aber egal. Ach ja, komm. Ich finde, das sieht eigentlich recht gut aus mit dem Pack. Außer halt das hier. Das ist. Nee, kann ich mich nicht mit anfreunden. Aber man merkt da hinten, das ist echt.
nimmt echt Gestalt an, so gesehen, die Ecke jetzt mit dieser übelst großen Kirche, wo ein Skelett draufsteht. Hallo? Krass. Aber wie schnell er das da hingebaut hat. Wie schnell sich alles... Jetzt weiß ich, warum er die ganzen Folgen da unten im Boden war. Dass er es gefarmt hat. Und da ist wieder ein Skelett. Ich sollte mal irgendwie keinen Rückstoß haben. Das ist ein Rückstoß. Kurzstoß. So, ich hatte ein paar Steine vorbereitet. Wollte ich mal gucken, ob die fertig sind. Ich gehe mal davon aus, dass kein Creeper hinterherkommt. Jo, dann haben wir noch zwei gute Stacks fertig. Drücken. Puh. So, und Treppkiss. So, nehmen wir das erstmal so mit. Huch. Ich hatte nämlich eine Idee, ich wollte eigentlich ein... Klar, ich muss auch mal in den Nether suchen, da oben, ne? Aber ich war ja im Überlegen, einen Weg zu bauen, um da halt in den Turm zu kommen. Jetzt kam mir spontan die Idee und ich weiß nicht, ob ich es umsetzen kann. Ich versuche es jetzt einfach mal. Nicht von hier draußen den Weg zu machen, sondern den Weg hier weiter runter zu machen. Um, hallo? Alter, was ist denn heute los? Kusch dich. So. Um dann vielleicht in dem Tunnel irgendwie einen Durchgang zu haben. Gehe ich jetzt einfach mal gucken, wie wir hier vielleicht runterkommen. Könnte jetzt ein bisschen dauern. okay, du wirst eh wahrscheinlich weg müssen. So. Ich müsste doch eigentlich noch eine Schaufel haben, oder? Da. So. Bringen wir daneben mal kurz schon mal die Steinchen. Oh. Geistig abwesend, falsch rum. Ich weiß auch nicht, wo wir ankommen. So, Moment. Okay, wie hatten wir das vorher gemacht? Genau. Hä? Das hat hier doch auch geklappt, ne? Ja, einfach ein bisschen eckiger, ein bisschen platzsparender. So. Können wir einen weitergehen? Ja. Gehen wir noch einen weiter. So. Ich weiß noch nicht, wo wir da rauskommen. Wird spannend. So, bevor mir das alles auf den Kopf fällt, hole ich das im Kurs weg. Das wir eh auskleiden. Ups, das war zu viel. Kies. Das ist natürlich ein sehr sicheres Fundament, was ich hier habe, merke ich gerade. Alles auf Kies und Sand gebaut. Ey, ist auch unglaublich, oder? Okay. Tiefer. Zack, zack. Dann bauen wir hier wieder die Kurve hin. So. Ich weiß nicht, wo wir da rauskommen. Ich merke gerade, irgendwie ist die Musik viel zu leise, glaube ich. Kannst du mich gerade überhaupt nicht einschätzen. Nur die Musik draufgemacht und das Soundsetting geändert. Weil mir der Cloud da was gezeigt hat. Ja, das ist irgendwie ungünstig mit den Treppendingern, aber egal. Das machen wir jetzt so. Ich brauche wieder Licht. Scheiße. Ich wüsste nur gerne, wann ich da unten noch rauskomme. So. Abon. Runter.
Irgendwann müsste ich doch eigentlich auf den Tunnel treffen. Stone, oder bin ich... Oh. Lol. Da ist es ja. Scheiße. Nein, ich komme da nicht durch. So. Cool, sind ja fast mittig hier rausgekommen. Kann ich das ja doch mal so kurz so wegmachen? Na komm, die Schuhe brauche ich nicht in der Schnellleiste hier. Ach ja, stimmt. Hab ja mit Halbsets gebaut. Ja, kann man so annehmen. Dann kann ich ja hier zumachen. Ich weiß, es ist ein bisschen Steineverschwendung, aber egal. Machen wir hier nämlich den Durchgang. Ich finde dieses Texturenpack so von den Steinen her ist das echt geil für Mittelalter. Hat was. Genau. Gehen wir hier zum Leuchtturm. Okay, jetzt mit der Treppe hätte ich mir nochmal anders überlegen können, aber. Soll ich jetzt hier immer springen? Egal. Passt so, wie es ist. Okay, das muss ich hier nochmal zumachen. Jetzt muss ich das hier alles auskleiden. So ein Scheiß. Dafür werde ich niemals genug Steine haben. Egal, ran an die Buletten. Von nichts kommt nichts. Oh, das ist zu viel. Beleuchtung muss sein. So. Huch. Ja, Essen kommt auch noch was. Uiuiui. Och Mann. So. Ich finde, das muss schon einheitlich aussehen. Auch wenn es tierisch nervig ist. Und eine Steinverschwendung ist. So, hier kann ich das hochbauen. Ah, das passt. Sehr schön. Check. Nehmen wir die nochmal anders. Zumindest innenseitig ist das okay. Bisschen sehr eng gehalten alles, aber. Funke. Ah, ist das noch ein falscher? Ja, genug Steine habe ich nicht, ich weiß. Können ja auch ein bisschen mogeln. Können wir auch nicht, weil wir nicht genug Steine haben. Okay, mogeln wir mit der Treppe. Vielleicht. Na, ja, da packen wir eh nichts hin. Mist. Lasst mich hoch. So. Nein! Moment, ich mach das jetzt. Ich mogel das. Komm schon. Ja, so. So können wir das auch abschließen. Wenn ich hier wieder rauskomme. Scheiße. Oh. Schließe dich. Ja, Mist, ich brauche noch ein bisschen. Das geht natürlich nicht voll. Ein paar werde ich noch holen müssen. Und das ist sowieso zu nah. Idiot. Ja, da komme ich aber nicht raus. Oh. Ach komm, egal. Muss ich eh neue Steine besorgen. Überlegt und verschissen. Gehen wir mal kurz hier zurück. Wieder ein Schaf. Du frisst mir eine ganze Ernte weg, die ich sowieso nicht nutze.
Oh, ich brauche Steine. Ich brauche so viele Steine. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hätte ich meine Spitzhacke jetzt, würde das wieder viel schneller gehen. Ich schaue mal kurz oben, ob ich was in der Truhe habe. Ich weiß nicht, ob ihr Musik hört oder nicht. Die ist sehr leise gerade. Zumindest bei mir. Ich hoffe, bei euch auch. Da. Nur toll, zwei Steine. Hey! Ja, Andi, sie bräuchten. Ah, Moment, dann können wir nochmal kurz. Ich habe keinen roten Stein mehr? Doch, da. Eins, zwei. Müsste reichen. Was haben wir hier? Bruchstein. Mitnehmen. Das sieht auch komisch aus. Am Steinieren sind sie. Sehr schön. Da. Toll. Drei Stück. 3x4 macht 12. Super. Ich kann mal kurz offen lassen. So. Machen wir das da oben mal kurz zu. Tada. Kommt Weiß hin. Ich habe echt zu viel mitgenommen. Egal. Die Musik haben wir doch irgendwo her. Ja. Entschuldigung. So. Da. Naja, ein bisschen Stein haben wir jetzt. Egal. So, müssen irgendwie vorankommen. Zum Level, wenn ich so leise rede, aber meine Stimme ist das halt sehr, 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 sehr kraxig. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich wollte eigentlich heute noch ein bisschen mehr aufnehmen für die Woche. Ich hoffe, ich komme dazu. Okay, hier habe ich noch ein Riesenloch. Nein, jetzt muss ich unten raus. Idiot. Ja, ich weiß, jetzt sind wir diese Folge sehr in die Details versunken. Ich glaube, was wir trotzdem noch sehen. Ich werde hier noch ein bisschen Steine durchballern. Damit ich das nächste Folge vielleicht verenden kann. So, rein mit dir. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschu, tschu, tschu.